Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Legenden Arceus. Wir befinden uns jetzt gerade im Jubeldorf. Ich weiß, im letzten Part haben wir woanders gestoppt, aber ich war ein wenig fleißig. Ich habe sehr viele Forschungspunkte gesammelt und eigentlich müsste ich jetzt einen neuen Rang aufsteigen. Ich habe ein bisschen was offscreen gemacht, aber eigentlich auch nicht so Dramatisches. Ich habe ein paar Nebenquests versucht zu machen. Ich habe endlich mal ein Togepi gefangen. Yay! Es fehlen uns immer noch trotzdem sehr, sehr, sehr viele. Das ist nicht das Problem. Kilia hat sich weiterentwickelt, beziehungsweise unsere Lüde. Aber ansonsten... Ich würde unbedingt ein Togepi fangen. Ich habe das bei Skinner gesehen. Und dann gehe ich auch zu diesem Ort, wo im Prinzip... Wo im Prinzip auch dieses Togepi geben muss. Und ich habe da Stunden gesessen, bis ich endlich mal das Togepi hatte. Darum... Habe ich das offscreen gemacht? Ja, hier, guck. Müsste eigentlich jetzt hier Rang 4 werden. Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Ja, Rang 4. Wuhu. Was kriege ich? Du bist nun offiziell ein 4-Sterne-Mitglied der Galaktik-Expedition. Du kannst nun Zentnerbälle einsetzen. Und bis Level 50, das ist sehr schön. Aha. Und Hypertränke. Sehr gut. Bis zum nächsten Rang fehlen mir nur noch 730. Aber soll ich euch mal was zeigen? Ich habe nämlich noch was anderes gemacht. Ja, so. Doch, so ist schon richtig gewesen. Ich muss nur auf die Tasche. Wie ihr seht, ich habe einen Sichlor nochmal gefangen. Obwohl wir Sichlor schon im gefangen haben... Muss ich sagen, war ich nebenbei auch noch auf Schnüffeltour mit unserem großen Ball, mit unserem großen Bären. Und was ist denn das? Seltenes. Ach, das machen wir später. War ich denn halt mit dem Schnüffelbären, mit Ursa Luna und ein bisschen unterwegs nebenbei, hab ein bisschen rumgeschnüffelt, geschnieft und geschnüffelt und gemacht und getan. Und da habe ich ein Item gefunden. Ein ziemlich cooles Item. Was ich euch gleich zeigen werde. Moment, vorher möchte ich ganz gerne. Du hast bisher 17. Noch 90. Hast du noch Fragen? Nö. In Ordnung. Und zwar habe ich einen Schwarzaugit gefangen, gefunden. Und tatsächlich kann man den auch sicher anwenden. Ja. Und schaut mal, was rauskommt. Bäm! Jetzt habe ich nämlich auch einen König. Krass. Ich werde den aber nicht ins Team nehmen. Ich werde den nicht mit ins Team nehmen. Es tut mir so leid. Wo muss ich denn hier gucken? Hier? Da. Exemplare gefangen. Einsatz von Felsaxt gesehen. Einsatz von Kreuzschere gesehen. Also das wird relativ schnell sein, weil ich muss mal ganz kurz gucken. Was hast du denn? Der hat natürlich nichts, was ich davon brauche, ne? Attacken verwalten. Hast du überhaupt Kreuzschere und so? Nö. Ich müsste ihm das erst beibringen. Ne, das ist mir zu doof. Das können wir ein anderes Mal machen. Ich habe Pachirisu noch im Team. Nicht, weil ich das ganz gern als Teammitglied hätte, sondern ich will es noch ein bisschen leveln. Ich habe es nicht geschafft, gegen diesen Teddy Ursa zu gewinnen. Zwischenzeitlich war ich dann auch mal diese komischen Risse machen. Ich habe das voll, bin das sehr, also ich bin das falsch angegangen. Das werde ich euch aber nochmal zeigen. Und das machen wir aber jetzt später. Jetzt möchte ich wirklich ganz gern... Ganz kurz die Hauptmission machen. Ich will jetzt endlich mal in der Story weiterkommen. Dann kann ich nämlich beim Scanner auch weiter gucken. Was das hier bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Massiver Auflauf von Shinox. Okay. Dann ist das halt so. Also ich habe noch nicht alle, nicht mal ansatzweise alle Pokémon gefangen.
Geh mal zur Diamantenfestung. Und mir fehlt immer noch so gesehen ein Pokémon. Ein Teammitglied. Warte, wo muss ich denn hin? Da lang. Siehst du mich, wenn ich mich jetzt hier so... Verdammt, der hat mich gesehen. Ui, fui, Deibel. Hau ab. Ja, dreh dich mal um. Das kam jetzt nicht überraschend. Aber ich habe einen Mio angefangen. Juhu. Bevor ich mir sagen lassen muss, ich fange ja nicht alle Pokémon. Womit natürlich auch richtig ist. Was klar ist, aber ihr wisst, was ich meine. Venufliebis. Wo muss ich überhaupt hin? Hier sind schon mal Fackeln, da sind wir schon mal gar nicht so weit verkehrt. Die müsste ich eigentlich auch noch fangen. Den Eintrag habe ich jetzt auch endlich fertig gemacht. Ich bin ja so happy. Und mir wurde gesagt, beziehungsweise das habe ich beim Skinner auch gesehen, wenn ihr hier diese Haufen seht, ne? Schmeiß mal ein Pokémon drauf. So sieht es nämlich aus. Ich mag ehrlich gesagt gerade nicht kämpfen. Auch nicht. Wo muss ich denn hin? Da hin. Hier hinten irgendwas Cooles. Und die greift ja eh nicht an. Guck mal. Eigentlich nicht, ne? Hallo, ich nehme das noch mit. Drusilla ist ein Pflanzentyp, deshalb nehme ich jetzt mal Pampyro mit nach vorne. Die sind schon durch. Auch wenn die Lüde noch so ein bisschen braucht, aber nehme den mal nach vorne. Eigentlich ganz hübsch. Hi. Da bist du ja. Das heißt sicher, dass du bereit und entschlossen bist, oder? Ja. Selbst in Rage ist Drusilla eine anmutige Erscheinung. Und dieser Kampf wird ein Spektakel. Ich hoffe, ihr musstet nicht auf uns warten. Ah, das war die Oma, ne? Ich hoffe, ihr musstet nicht auf uns warten. Schaut, dank etwas Salbe geht es Hinatsus Fuß auch schon viel besser. Yugao, bitte verzeihen Sie uns, dass wir ihn und den Pörklern so viel Ärger gemacht haben. Hinatsu hat versucht, alle Probleme in Alleingang zu lösen und hat sich dabei übernommen. Ihre Taten haben zwar einigen Ärger verursacht, aber letztlich handelt sie sich in guter Absicht. Die Königin des Bergkamms. Drusilla ist wie eine Tänzerin, ständig in Bewegung. Du solltest sie genau beobachten. So kannst du lernen, ihre Attacken auszuweichen. Genau. Wenn du immer wieder ausweichst, wird Drusilla irgendwann müde und es wird sich eine günstige Gelegenheit ergeben. Dann hast du Zeit, einer deiner Pokémon in den Kampf zu schicken und deine Stärke zu beweisen. Ich zähle auf dich. Ich dachte, ich muss das jetzt mit Ruhe Dingsbums beschmeißen. Ach ja, zwischendurch habe ich mich auch mal umgezogen. Mir ein paar neue Klamotten in der Boutique gekauft. Ich dachte, ich muss sie mit Ruhegaben beschmeißen, die Dame. Hi. Hallo. Oh, hübsch, wie eine kleine Ballerina. Sehr hübsch. Königin des Bergkampfs, Drusilla. Hi.
Muss ich jetzt kämpfen oder kann ich beschmeißen? Wenn du den Y-Knopf drückst, um auszuweichen, wirst du für einen kurzen Moment unverwundbar und kannst so der Attacke eines Pokémons entgehen. Sollte dich also ein Pokémon angreifen, weiche einfach im richtigen Moment aus, um keinen Schaden zu nehmen. Hi. Hoppala, das hat weh. Seh nix. Das ist hart. Kann ich nicht mal müde werden? Bin auf die Puppe. Okay, also wenn sie auf dem Boden liegt und. Hi. Die ist aber schon eine hübsche, ne? Das ist jetzt unfair. Hat ja gar keine Zeit auszuwischen. Das ist so böse. Hau ab. Wo bin ich nochmal? Ja, genau, hüpf auch hin. Das hat schon immer geholfen. Jetzt sauer. Nein, falsche Richtung. Das ist gemein. Ich denke immer nach dem dritten Mal ist Feierabend. Ich muss mir merken, die springt bis zu viermal. Wow! Möchtest du nicht mal kurz in so hinlegen? Jetzt wird hart. Die will sich ja gar nicht ausruhen. Komm noch mal ran.
Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Hab ich was verpasst? Ich darf irgendwie nicht mein Pamplam zücken. Wieso, weshalb auch immer? Ah, vielleicht wenn sie... Wenn sie gerade fertig ist. Ja. Könntest du das mal lassen? Okay, das bringt nichts. Das ist böse. Dass sie vielleicht noch mal ganz schwach werden. Los, Miro! Oh, Flugattacke, das ist es. Oh, eine Flugattacke! Lass den! Oh, Miro ist tanky. Oh nein. Ich habe gar keine Flugattacke mit ihm. Ist egal. Giftpuder. Ach komm, als ob. Ach Miro. Komm schon. Ach, guck dich das an, Virus Level 33, ey. Miro ist mein Mann. Miro ist ziemlich tanky für sein für Level 30. Das war jetzt unfair, Mädchen. Na, warte, das kriegst du wieder. Der Miro, der haut dir nochmal weg auf der Metze. So schnell kannst du gar nicht gucken. Mach dich fertig. So sieht's nämlich aus. Das war jetzt aber nah. Miro, Miro! Die hat sich aber auch wieder gleich erholt, ne? So. Geh weg damit. Ich hätte echt gedacht, ich hätte mit Miro eine Flugattacke, aber habe ich leider nicht. Ach, das bisschen Gift, ey. Miro, pack das, guck dich das an.
Oh nein. Es hat. Oh! Gerade so! Gerade so! Hat's funktioniert. Gerade so hat's. Aber theoretisch könnten wir uns auch so ein Ding machen. Weil Resella entsteht aus Liminip oder wie es heißt. Und ja. Ist ein Pflanzekampf, aber ich habe ja schon Kampf. Mit Pamflam. Danke, wirklich. Du hast nicht nur Resella gerettet, sondern auch Hinatsu. Erst hast du Ursa Luna beruhigt und jetzt auch noch Resella. Du bist wirklich unglaublich. Ich bin so froh, dass Resella wieder ganz das Alte ist. Du bist es mir doch am liebsten. Resella! Ah, sieht schon hübsch aus. Hinatsu, solltest du dich nicht noch bei jemandem entschuldigen? Hm? Das ist schon in Ordnung. Wer so jung ist, handelt eben manchmal unüberlegt. Alles im Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. So steht es in den Ruinen des Trostes geschrieben. Diese Weisheit hat uns sicherlich das ehrwürdige Sinnoh zuteil werden lassen. Doch selbst ich hatte sie vergessen. Zumindest bis mich die noblen Bemühungen eines gewissen Jemands wieder daran erinnerten. Yugao wird ihnen zutiefst verbunden. Hinatsu, du musst nicht immer alles auf eigene Faust erledigen. Wir Wächterinnen und Wächter sollten uns auch auf andere verlassen können. Schließlich müssen wir ebenso eng mit Pokémon zusammenarbeiten. Das werde ich, es tut mir wirklich leid. Wenn Yugao damit zufrieden ist, dann brauche ich nichts mehr zu sagen. Nur eine Sache noch, Hinatsu. Du bist deinem eigenen Gerechtigkeitssinn gefolgt, das heiße ich gut. Aber erspare mir bitte weitere Lügen. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Sollte Dressella wieder Hilfe benötigen, dann hilfst du ihm am besten auf offiziellen Wege. Trainiere gut, damit du darauf vorbereitet bist. Ja, verstanden. Hinatsu, lass uns von nun an zusammen das Sumpfland beschützen. Ich werde Perla berichten, dass Ursa Luna durch die gemeinsame Hilfe der Galaktik-Expedition und des Diamant-Clans gerettet wurde. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet, Maika. Heute haben wir uns alle die Hände gereicht. Für mich war es eine vergnügliche Erfahrung. Also dann, lebt wohl. Bis dann. Du weißt, wer ich bin. Diam, der Anführer des Diamant-Clans. Wir verehren das ehrwürdige Sinnoh, das über die Zeit gebietet. Die Zeit ist stets im Wandel. Wir müssen nur einfach dafür sorgen, dass unser Zeitalter ein gutes wird. Ohne uns vor Veränderungen zu fürchten. Euch zu helfen fühlt sich irgendwie richtig an. Also, man sieht sich. Danke, Maika. Ich bleibe noch eine Weile hier, um mit Resella zu reden. Das Knuddel. Was ist nur passiert, dass so ein liebes Pokémon wie du in Rage gerät? Aber sicher trage ich auch die Schuld dafür. Ich konnte dich nicht beschützen und habe zudem die anderen belogen. Stella? Ersatzberichte? Ich würde ganz gern kurz was gucken. Ich habe 4 unerledigte Aufgaben. Ich habe aber von Trassler noch nicht alles. Natürlich finde ich es hier nicht. Das muss nämlich genau hier sein. Also Trassler fehlt hier zum Beispiel. Und Kilia fehlt. Einsatz von Diviskus. Mit Nahrung gefüttert. Exemplare besiegt. Dann kann ich ja eigentlich nur... Jetzt schon dunkel? Licht mit. Na Quatsch, Holz. Ich um mein Holz. Schwierig. Ich würde tatsächlich ganz gern eigentlich ein bisschen ganz kurz, bevor die Lüde sich entwickelt, Bericht. Liebeskuss hat's auf jeden Fall.
Du bist männlich. Bringt mir nicht viel. Hast du. Ich glaub ganz fest an dich. Okay, das hatte ich jetzt nicht so gedacht. Tempotechnik. Ui. Ui. Nee, komm, Diebeskuss. Mach es weg. Leider nicht so aufgefrischt, wie ich es ganz gern hätte, tatsächlich. Naja, Diebes und Aprikoko. Ich bin eigentlich dagegen, sie schon zu entwickeln, aber... Ja, komm. Warum nicht? Man kriegt sie vielleicht ein bisschen mehr Bums hinter. Attacken verwalten. Was habe ich denn? Gedankengut oder Zauberschein? Ich weiß manchmal nie, ob die aggressiv sind oder nicht. Gegen Gift kämpfen? Keine so gute Idee. Ja, lass mal. Wirklich beeindruckend. Ich habe gesehen, wie ein Licht in dem Riss im Zeitgefüge verschwand. Du hast erneut ein Pokémon in Rage besänftigt, nicht wahr? Das Rätsel darum, was diese Pokémon überhaupt in Rage bringt, ist zwar noch nicht gelöst. Doch du bist ihnen mutig gegenüber und hast gegenübergetreten und hast sie beruhigt. Das ist unglaublich. Naja, bei Dressella war schon echt knapp. Jemand wie du könnte die Geschichte von Hisui in eine völlig neue Richtung lenken. Ich hoffe, du bleibst mir auch weiterhin wohlgesinnt, meine himmlische Freundin. Also dann, bis nächstes Mal. Okay. Erstmal möchte ich mich ausruhen. Nur ganz kurz. Ja. Dann natürlich. Ich habe noch ein paar Bälle, ich habe noch Tränke. Dann möchte ich natürlich noch mal eines Pokémon jetzt hier wegbringen. Das Rihorn, was ich nicht brauche. Also jetzt ist Mirrorfly und natürlich die Lüde komplett entwickelt, was sehr cool ist. Erstmal, ja, ein bisschen Geld habe ich gekriegt, was soll's. Auch das Geld gar nicht. Was? Oh Mann, als ob. Psychokinese. Stimmt, Psychokinese wäre cool. Und Zauberschein. Zauberschein krieg ich hin. So knapp. So knapp. Aber vielleicht finden wir irgendwo eine Weiterentwicklung von ihr. Ach nein. Naja, auf jeden Fall hat er jetzt gerade gesagt, dass wir Dressella besiegt haben oder beruhigt haben. Und jetzt sollen wir den Boku bitte... Bericht erstatten. Was hältst du denn? Ihr habt das Mädchen also dank des Duftes meiner Mochi gefunden, was? Die Kartoffelmochi eines erfahrenen Meisters wie mir sind eben ohnegleichen.
Dafür solltest du dankbar sein, wenn du heute Abend wieder in den Genuss kommen darfst. Aber zuerst solltest du nicht erstmal den Boku Bericht erstatten? Das Essen kann warten. Ja, das machen wir auch, aber nicht jetzt sofort, sondern erst im nächsten Part. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.